Ja, Freunde, willkommen zurück. Es geht weiter. Aprilia RS 250, Wiederaufbau, Aufbau, Rennstreckenmotorrad. Wie ihr im letzten Teil gesehen habt, klappt nicht immer alles. Das heißt, leider ist die Aktion mit den Bremszangen und dann mit der Revision der Bremszangen nicht so erfolgreich gewesen. Die Gehäuseschrauben sitzen oder saßen so fest, Bit abgebrochen, lassen sich nicht öffnen. Somit muss das Ganze verschoben werden. Es gibt noch einen zweiten Teil davon, aber somit können wir uns in diesem Teil den Vergasern widmen. Das heißt, es ist ja nicht so, als wenn nicht genug zu tun ist. Es gibt diesmal keine neuen Teile, weil ich ja gestern mit den Bremszangen aufgehört habe. Somit ist nichts Neues angekommen. Also keine Vorstellung von neuen Teilen. Aber wir kümmern uns um die Vergaser. Das heißt, in diesem Teil auseinander zerlegen der Vergaser. Wir gucken uns an, wie die von innen aussehen. Nehmen soweit alles auseinander, was auseinander zu nehmen ist. Stecken ein paar Teile ins Ultraschallbad und setzen die dann wieder zusammen. Ah ja, und den Choke, wie im letzten Teil habe ich gesehen, habt ihr gesehen, ich habe diesen Choke-Hebel da gekauft, den setze ich noch ein und dann ist das wenigstens schon fertig. Hoffen wir mal, dass diesmal uns keine bösen Überraschungen erwarten. Also, weiter geht's. So, das ist das gesamte Vergaser-Paket. Bedeutet, wir haben zwei, klar, es ist ein V2. Hier hängt noch diese Luftsteuerung mit dran, der Gaszugverteiler, weil er geht von 2 auf 4 auf einen und einer geht dann zum Gaszug. Sonst relativ überschaubar. Also wir nehmen jetzt mal alles auseinander. Die ganzen Schläuche ab und so, die fliegen eh weg, weil wir dieses Nebenluftsystem ausbauen und zerlegen die Vergaser dann. Na, hier sind schon Schrauben rund, super. Und dann geht's weiter. Ich hole euch näher ran und schaut zu. So, wir starten jetzt als allererstes mit dem. Da ist sogar noch Sprit drin, so wie es aussieht, mit dem Demontieren hier dieser Spritleitung, Anschlussleitung. Das sind hier so Klemmschellen, die kann man mit so einem Seitenschneider oder so relativ einfach öffnen. So. Ne, genau. Kann ich die Schläuche abziehen. So, wunderbar. Boah, das ist alles knüppelhart. Guckt euch das mal an. Das soll Gummi sein, ne? Wahnsinn. Ne? Da sieht man mal, wie steif Gummi mit der Zeit wird. Also, als wenn das Plastik wäre. Okay, das haben wir ab. Okay, so das Luftsystem, ne, also dieses Gedönse ziehen wir auch ab. Ne, und hier sitzt der zweite. Zack, okay. Wird schon überschaubarer. So, dann haben wir hier die Gaszüge. Das ist der Choke von beiden. Den müsste man eigentlich hier einfach rausschrauben können. Okay. Genau so sieht das Ganze aus.
Also das System ist jetzt auch ab. Jetzt haben wir hier die einzelnen Vergaser. Das hier ist der stehende. Richtig, genau. Ne, weil hier die Leerlaufregulierschraube dran ist, der liegende nicht. Und hier an dem kommt dann auch später dieser Choke-Einsteller, dass ich dann quasi mit den Fingern da dran komme und den Choke dann öffnen kann. So, dann machen wir weiter mit dem Öffnen der oberen Deckel und holen gleich die Nadel raus. Gucken wir uns mal an. Hier auch wichtig darauf achten, dass ihr einen passenden Kreuzschlitz nehmt, weil die Schrauben auch gerne mal rund gedreht sind. Das heißt, ordentlich, ja, der passt gut. Okay, die war sogar locker schon. Wunderbar. So, hier ist der Schieber mit der Nadel. Und hier bei den Vergasernadeln sieht man, die sind in der Höhe einstellbar mit dem Sicherungsring. Und ja, so kann ich halt den Teillastbereich ein wenig abstimmen. Okay, der Schieber sieht soweit ganz gut aus, hat hier so ein paar Abnutzungserscheinungen, klar, der bewegt sich auf und ab, aber in Summe nicht allzu sehr verschlissen. Dann kann man das sehen, bewegt er sich ja auf und ab, ja, und das sind die Abnutzungserscheinungen, die man hat. Okay, gut. Dann öffnen wir jetzt die Schwimmerkammerdeckel. So schlimm gar nicht, wie ich gedacht hätte, wie das aussehen würde. Natürlich sind da Ablagerungen drin, aber dafür, dass die so lange gestanden haben soll, ja gut, okay. Aber dafür eigentlich relativ sauber, ne? Also da habe ich schon schlimmere gesehen. So, dann holen wir mal die Hauptdüse raus. Das ist jetzt direkt mit dem Düsenstock. Ne? Auch das sieht relativ sauber aus alles. So. Das ist unsere Hauptdüse. Wir haben hier verbaut eine. Normal steht es hier oben drauf. Naja gut, wir legen das Ganze gleich eh ins Ultraschallbad. Vielleicht wird es dann sauberer. Mal schauen. So, dann holen wir, das müsste die Leerlaufdüse sein. Hier ist das die. So, wir holen jetzt den Schwimmer raus. Dafür muss ich hier den Stift rausdrücken. Ja, und dann kann ich den ganzen Schwimmer rausnehmen mit dem Schwimmernadelventil.
Ne, vorsichtig rausklopfen. Dann kann ich den Stift rausziehen und die Schwimmereinheit entfernen. Na, das ist das Ventil. Okay. Dieser O-Ring, wenn er verschlissen ist, sollte erneuert werden. So, dann gibt es hier noch die kleinen Siebchen. Ja, so sieht das Ganze aus. Die sind auch oftmals zugesetzt, also auch mal kontrollieren. Aber das sieht tatsächlich noch relativ sauber aus. Ja, aber sonst sieht das relativ gut aus. Prima. Das heißt, wir legen jetzt mal den ganzen Krempel ins Ultraschallbad. Dann pusten wir alles mal mit Druck durch. Und ja. Sieht gut aus. So, Freunde, beide Vergaser sind jetzt zerlegt. Können jetzt ins Ultraschallbad und danach gucken wir uns an, wie sauber das Ganze geworden ist oder nicht sauber geworden ist. Aber die sehen sehr gut aus. Hab mit Schlimmerem gerechnet. Mal gucken, was da für Düsen drin sind. Jetzt habe ich gesehen, hier in dem stehenden ist eine 280er. Dann wird rechts wahrscheinlich eine 270er drin gewesen sein. Das meine ich, wäre die Standardbedüsung. Was die Hauptdüse angeht, Düsenstock weiß ich gar nicht. Da muss ich mich tatsächlich nochmal reinfuchsen. Auch was Leerlaufdüse angeht, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber jetzt erstmal sauber machen und dann in Ruhe nachgucken, welche Bedüsung sinnvoll ist. Ich weiß, dass mit der Aero-Auspuffanlage eigentlich auch fetter gefahren werden müsste als hier 270, 280. Bin mir aber auch nicht sicher. Das sehen wir uns gleich an und bis gleich. So, man kann sehen, es ist jetzt alles relativ gut mit Wasser benetzt, beziehungsweise mit dem Reinigungskonzentrat. Na gut, hier steht noch ein bisschen der Vergaser raus, aber das ist nicht tragisch. Wir warten jetzt noch eben, bis die Temperatur auf diese besagten 60 Grad. Das dauert jetzt noch einen Moment und lassen dann 15 Minuten laufen. Ja, bis es soweit ist, mache ich gerade eine kurze Pause. So, der erste Reinigungslauf ist gleich abgeschlossen. Noch 5 Minuten. Ja. Ist schon leicht trüb, das Wasser. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Also, die Schwimmerkammer, ja, also ist schon relativ sauber geworden. Unten sehen wir noch ein paar Ablagerungen, aber prinzipiell gar nicht so schlecht. Ähm,
Gut. Der Düsenstock auch sauber, ja. Unten natürlich noch hier so ein paar Ablagerungen, aber die sind tatsächlich sehr, also im Material schon drin. Das heißt, das geht auch nicht mit dem Ultraschall weit raus. Die Buchse sauber geworden. Der Vergaser als solcher. Ja, auch sehr schön sauber. Innen drin auch. Sieht alles ordentlich aus. Hier auch Ablagerungen im Messing drin. Ja, das geht auch nicht mit dem Ultraschallbad raus. Aber prinzipiell ein sehr gutes Ergebnis. Jetzt puste ich alles nochmal entsprechend mit Druckluft durch, dass auch alles durchgängig ist. Die Düsen werde ich noch mit Kupferdraht durchstechen, damit auch wirklich garantiert ist, dass die durchgängig sind und dass da nichts festsitzt. Hier die Hauptdüse auch schön sauber geworden. Ja, also man kann auch gut sehen, das bringt richtig was. Ja. Der Schieber auch prima. Ja, nee, also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Das bedeutet, ich lasse jetzt den zweiten Vergaser noch mal durchlaufen und genau. Ich lasse den zweiten Vergaser nochmal durchlaufen. Das Wasser ist noch in Ordnung, also das ist noch nicht sehr dreckig. Und dann wird es im zweiten Schritt weitergehen. Ja, Freunde, während der zweite Vergaser im Bad liegt und gereinigt wird, möchte ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Was haben wir in diesem Teil gemacht? Wir haben die Vergaser komplett zerlegt, soweit wie es geht. Also auch alle Düsen, Düsenstock, Leerlaufdüse, Hauptdüse, Nadel und so weiter rausgenommen. Das Ganze, der erste ist schon im Vergaser, im Ultraschallbad gereinigt worden. Ergebnis ist echt gut. Bin zufrieden. Hab mir aber auch schlimmer vorgestellt, wie die aussehen von innen. Dafür, die sehen echt gut aus. Ja, ich kann die halt noch nicht zusammensetzen, deswegen, weil mir noch Dichtungen fehlen. Ich mache die Schwimmerkammer Dichtung neu und ja, generell die ganzen Gummiteile werde ich austauschen. Auch ganz besonders wichtig für ich finde die Schläuche. Also das ist halt kein Gummi mehr, ne? Das ist so hart und alles, was hart ist, kann brechen, ist sicherlich porös. Auch hier die kleinen Schläuche, guckt euch das an. Das ist kein Gummi mehr, das ist wirklich kaum Weichmacher mehr drin. Die werde ich neu machen. Ich muss sowieso Düsenpakete bestellen, also Hauptdüsen, wahrscheinlich auch Leerlaufdüsen, Düsenstock, keine Ahnung, muss ich mich noch einlesen. Welche Größen ich wie brauche. Ich denke so von 270 bis 320, das wäre glaube ich ganz angebracht, dass man auch so also Spielraum hat bei der Bedüsung. Ich werde ja auch einiges anders haben, also Luftfilter, Airbox wird geändert sein, Membrane und so. Muss man gucken. Also Bedüsung ist eh ein Thema für sich, muss ich mich noch ein bisschen einlegen, habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, ansonsten, was gibt es noch? Der Motor, der befindet sich gerade in der Instandsetzung. Das heißt, er wird geprüft, Zylinder werden geprüft, was noch gemacht werden muss ja, wird halt neu gemacht oder nicht. Kolben und so weiter werden bestellt. Es folgt noch ein Teil vom Motor auseinanderbauen. Den habe ich jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Dafür habe ich die Bremse und Vergaser vorgezogen. Ja, aber das ist ein längerer Teil, den muss ich noch schneiden, ist ein bisschen aufwendiger. Ja, im nächsten Teil folgt Bremse Teil 2.
Ich hoffe, ich kriege die Gehäuseschrauben los. Mal gucken, liegen noch in WD-40 und lasse das extra lange einwirken, um zu gucken, ob es dann besser geht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bleibt dran. Es bleibt natürlich spannend. Und ja, Dankeschön. Bis bald. Ciao.